Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Salzburg ist seit 200 Jahren bei Österreich, das freut uns aufrichtig und ist Gegenstand unserer heutigen Ausgabe. Die Schauspielerin Miriam Fussenegger ist die neue Buhlschaft im Jedermann. Der Text hält sich in Grenzen, die mit der Rolle verbundene Popularität nicht. Ihr Jedermann Cornelius Obonja ist zu meiner Freude ebenfalls bei mir. Kurt Palm hat sich mit den in Salzburg vor 200 Jahren praktizierten Foltermethoden befasst. Ich kenne Leute, die den Jedermann ebenfalls in diese Kategorie zählen. Lukas Hartmann, einer der erfolgreichsten Schweizer Schriftsteller, repräsentiert den außersalzburgischen Aspekt. Mit ihm spreche ich über sein Buch auf beiden Seiten. Zuerst die Neuerscheinungen. Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind. Jonas Jonasson, erschienen bei Karls Books, zu haben um 20,60 Euro. Als der schwedische Autor einen 100-Jährigen literarisch zur Flucht durch ein Fenster anstiftete, da waren 3,5 Millionen Leser hingerissen. Mindestens so viel Zuspruch verdient sein Schelmenroman um einen verkrachten Pferdehändler, eine entlassene Pfarrerin und einen Mörder. Ein herrliches Buch von der hohen Kunst des Scheiterns. Westlich des Sunset, Stuart Onan, erschienen bei Rowohlt, zu haben um 20,60 Euro. Vor 120 Jahren wurde Scott F. Fitzgerald geboren, der Autor des großen Gatsby. Nun ist Fitzgerald selbst Literatur. Sein 1961 geborener Kollege porträtiert hinreißend den Alkoholiker und Exzentriker in den dunkel schillernden amerikanischen 30ern. Straße der Wunder, John Irving, erschienen bei Diogenes, zu haben um 26,80 Euro. Zwei Müllkinder in Mexiko. Die Mutter putzt tagsüber bei den Jesuiten und ist nachts auf dem Strich. Aber die Kinder sind besondere Kinder. Sie kann Gedanken lesen, er bringt sich selbst das Lesen und Schreiben auf Englisch und Spanisch bei und wird Schriftsteller. Bewegendes vom Altmeister. Die Markus-Version. Peter Esterhazy, erschienen bei Hansa, zu haben um 17,40 Euro. Der Ich-Erzähler beginnt seine Geschichte mit der Geburt. Der Sohn einer jüdisch-katholischen Familie in Ungarn stellt sich taubstumm und das ist auch angezeigt, angesichts der Drangsalierungen durch das stalinistische Regime. Virtuos führt Esterhazy die Geschichte seines Helden mit dem Markus-Evangelium parallel. Die Kunst des Nichtdenkens, Ryo Nosuke Koike, erschienen bei Piper, zu haben um 10,30 Euro. Endlich spricht einer aus, was Milliarden fühlen. Denken steht dem Glück im Weg. Und Denken ist praktisch alles, was autistisches Gebrabbel im Lotussitz übersteigt. Auch unsere Bildungspolitiker scheinen das richtungweisende Lebenshilfewerk des jungen buddhistischen Mönchs schon sorgsam studiert zu haben. So, ich wünsche beschauliche Zeiten bis zur nächsten Reinkarnation. Meine Damen und Herren, die gebürtige Linzerin Miriam Fussenegger hat vor 2 Jahren das Reinhardt-Seminar absolviert. Sie war aber schon vorher im Film und auf der Bühne aktiv, unter anderem bei den vorjährigen Salzburger Festspielen der Dreigroschenoper. Sie ist heuer die neue Buhlschaft, eine Rolle von etwas irrationaler Prominenz. Und ich freue mich, dass sie da ist. Servus. Hallo, grüß dich. Bitte stolpere mir nicht und nimm dort in der Ecke Platz. Dankeschön. Brauchst du einen Rotwein auf den Schrecken dieses Bildes oder lieber ein Rivella? Eigentlich würde ich gern beides probieren. Was soll ich das mischen? Nein, getrennt. So bitte. Fangen wir mit Rotwein an. Das ist, was haben wir denn da? Was macht, keine Ahnung, was das ist. Ich verstehe ja nichts davon. Danke. Einen Rioja, wie man mir gerade durch das... Das ist Rivella. Das ist dieser Schwein. Das habe ich noch nie probiert. Ja, aber das gerne ausprobieren. Man muss nicht alles kennen auf der Welt. Okay. Glaub mir das. Jetzt ist es soweit. Ja, bitte. Und was sagst du? Interessant.
Ja, ja, ja. Das ist, ja. Das ist übrigens das, etwas Schlimmeres, kann man einem Schauspieler zum Beispiel in einer Kritik gar nicht schreiben. Also, er war interessant. Ne? Das ist schon hart an der Gemeinde. Ja. Sag einmal, da wir in einer seriösen Literatursendung sind, hast du was mit der Gertrud Fussenegger zu tun, Schriftstellerin? Ja, es besteht eine entfernte Verwandtschaft. So entfernt, dass ich das oft selbst gar nicht so im Kopf habe. Ich glaube, irgendwie der Großvater von ihr und der Großvater von meinem Großvater waren Brüder, also Oha. So ungefähr. Ja, ja, ja. Aber dass die Dame irgendwie beim Führerfest und euphorisch gedichtet hat, war das jemals Thema in der Familie? Also es wurde jetzt vermehrt Thema dadurch, dass ich einfach häufig auf diese Verwandtschaft eben angesprochen wurde. Und deshalb wurde es jetzt auch in der Familie thematisiert. Aber davor, ich habe irgendwie so entfernt immer wieder davon gehört, aber konkret wurde das nie behandelt in der Familie. Siebenhaftung über 17 Ecken ist ja nun wirklich gar nicht zu empfehlen. Ja. Sag einmal, jetzt kommen wir aber jetzt zur Buhlschaft. Hast du dich eigentlich beworben um die Rolle? Hast du Interesse signalisiert? Nein, ich glaube auch bis jetzt hat sich noch niemand für diese Rolle beworben, also auch ich nicht. Das ist tatsächlich so entstanden, dass ich eben im Vorjahr bei der Drei-Groschen-Oper mitgewirkt habe, bei den Salzburger Festspielen. Und so ist man irgendwie scheinbar auf mich aufmerksam geworden. Und, Jetzt sag einmal, was macht man mit dieser Rolle? Das wollte ich immer wissen. Prinzipiell hat man da immer eine hochprominente Dame erlebt, opulent gekleidet, die unter gellenden Schreien wieder abgerauscht ist. Und das war so, ich meine, so als würde sich auf dem Opernball ein Exhibitionist zeigen. So hatte ich ungefähr den Eindruck. Und dann die Damen schreiend das Weite suchen. Ja, nicht? Der Schrei ist ja schon lange nicht mehr Teil der Schreist Inszenierung. Du nicht mehr? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, ob ich schreien werde. Aber du könntest ihn wieder einführen. Ja, das habe ich ja wirklich kurz überlegt, muss ich ehrlich sagen. Was macht man mit dieser Rolle? Also die Probenzeit ist ja noch vor mir. Das heißt, was genau dann aus dieser Rolle wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, ich bin gespannt und freue mich und versuche das irgendwie mit so viel Respektlosigkeit als möglich dem zu begegnen. Ja. Natürlich ist das jetzt auch mit einer riesigen Popularität verbunden, das ganze Ding. Du bist so irgendwie so einer, von so einer abstrakten, Mozart-kugelhaften Omnipräsenz. Ja, was machst du mit dem? Keine Ahnung. Also ich möchte vorrangig schon irgendwie Schauspielerin bleiben, dass das irgendwie, dass man dann auch irgendwie zu einer Öffentlichkeitsfigur wird, das ist ein Nebenprodukt des Ganzen. Und auf das will ich mich eigentlich gar nicht so konzentrieren. Also irgendwie das Stück und die Themen des Stücks stehen im Vordergrund und alles, was sonst passiert, dem werde ich begegnen und bestmöglichst damit umgehen und auch versuchen, das zu genießen natürlich. Also das soll jetzt keine Bürde sein. Nein, nicht. Ja, voll. Na, sag, es ist ja in Wirklichkeit, wird diese Rolle ja immer, sie wird irgendwie, diese Frau gilt als eine böse Abkassiererin, die sofort verschwindet. Andererseits kann man denn verlangen, dass wie bei den indischen Witwen, die Frau einfach mit dem Mann sagt, ja, jetzt haben wir schöne Zeit gehabt, jetzt gehe ich in den Tod. Ja. Die wird ein bisschen ungerecht behandelt eigentlich. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch verwirrend, ihr da diesen Egoismus anzudichten, weil eigentlich ist es ja auch sehr egoistisch von ihm, von ihr zu verlangen, in den Tod zu gehen. Ja, unerhört. Na gut, ich habe den immer für einen Ungusto gehalten. Ja. Sag jetzt, erzähl mal von dir selber. Wo kommst denn du her? Was sind denn deine Eltern? Bist du so kunstaffin oder aufgewachsen? Eigentlich überhaupt nicht. Also meine Eltern waren literaturaffin, musikaffin, aber mit dem Theater hatten sie jetzt per se eigentlich überhaupt nicht viel zu tun. Bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, nähe Linz, am Land. Eigentlich sehr klassisch, irgendwie ohne große Ortswechsel, dann eben das Gymnasium gemacht, also wie man das irgendwie so von klassischen Lebensläufen kennt. Und meine Eltern, also meine Mutter hat Betriebswirtschaft studiert und mein Vater war lange Weber und hat im Ausland auch gearbeitet, viel in Südafrika. Also ein Weber, ein Kunstweber? Oder? Nein, eher so Textilarbeiter. Aha. Ja, genau. Und hat dann im zweiten Berufsweg Informatik studiert und dabei meine Mutter kennengelernt. Okay. Na, und woher kommt der Kunstbezug? Aus mir selbst. Ja, und wohin tendierst du? Möchtest du eher beim Theater bleiben? Finanziell ist das ja eher eine Niederlage, das Theater, weil mit einer mittleren Rolle in einer Fernsehserie kannst du dich fast sanieren. Ne? Ja, ich meine, wenn man den Beruf wählt, weil man viel Geld verdienen will, dann ist man ja irgendwie fehl am Platz. Das ist dann auch eher ein nettes Nebenprodukt. Also ich hatte nie große Pläne, wo es mich jetzt hin verschlägt. Dass ich jetzt Theater und Film mache, das ist halt irgendwie passiert. Und
Also ich liebe die Abwechslung und immer wenn ich drehe, denke ich mir, jetzt möchte ich wieder auf die Bühne, möchte mich körperlich ausagieren und wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich mir, ach, herrlich zurück in die Intimität, zurück zum leisen Ton. Ja, irgendwie. Mhm. Meine Damen und Herren, Cornelius Obonja ist seit 2013 der Salzburger Jedermann. Und was das bedeutet, das weiß jeder. Die Qualität von Stück und Rolle erschließt sich mir. Es kann Ihnen nicht verborgen geblieben sein, nicht zur Gänze. Aber für einen Schauspieler gibt es fast kein größeres Renommee, als den Jedermann zu spielen. Der Regisseur und Autor Kurt Palm hat Erhellendes zur Salzburger Geschichte zutage gefördert. Zu Mozarts Zeiten wurde nicht nur an Männern und Frauen die Prügelstrafe vollzogen, zu Tod Verurteilte wurden auch aus Gründen der Generalprävention erst gehängt und dann gepfählt. Ein Doppelporträt zu Beginn. Zur berühmtesten Schauspieldynastie im deutschen Sprachraum zu gehören, ist bestimmt kein leichtes. Vor allem, wenn man die Tradition weiterführt und beschließt, selbst Schauspieler zu werden, wie Cornelius Obonja. Am Max-Reinhardt-Seminar blieb er nicht lange. Stattdessen lernte er lieber beim Kabarettisten Gerhard Bronner. Auf der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin arbeitete er erstmals unter der Direktion von Andrea Breth, die ihn 2002 auf die Salzburger Festspielbühne holte. Und obwohl er seit 2013 den Jedermann am Domplatz verkörpert, ist er auch in Film und Fernsehen in den unterschiedlichsten Rollen oft zu sehen. Okay, das ist ein Klassiker. In verschiedene Rollen schlüpfen, das kann auch Kurt Palm. Er ist Regisseur, Schriftsteller und Hobbyfotograf von Tierkadavern. Seine nette Lightshow mit Hermes Fettberg ist legendär. So auch seine 10 Jahre bestehende Theatergruppe Sparverein Die Unzertrennlichen. Das Buch Bad Fucking schaffte es bis auf die Kinoleinwand und aus seiner soeben erschienenen Kurzgeschichte Das Monster vom Attersee soll bis Herbst 2017 ein Roman entstehen. Viel beschäftigt und trotzdem sind sie da. Herzlich willkommen Cornelius Obonja und Kurt Palm. Willkommen, willkommen, schön, dass ihr da. Was darf denn zu trinken sein? Rotwein, Rivella? Nein, bitte ein Saft. Also. Ja. Für dich hätten wir Rioja oder Zweigel. Na, du, ich schließ mit dem an. Jetzt spielen Sie seit 2013 den Jedermann. Wirklich Hand aufs Herz, weil wir ja hier wirklich ganz unter uns sind. Natürlich. Ein bisschen auf die Nerven geht er noch gar nicht. Nein. Warum nicht? Warum gerade Ihnen nicht? Weil das, ich weiß nicht, ob er meinen Vorgängern auf die Nerven gegangen ist zu dem Zeitpunkt. Mir tut's das nicht. Ich bin da eigentlich sehr, sehr glücklich, das zu spielen, weil es ist einfach eine feine Rolle. Und warum sollte eine große und schöne Rolle einem auf die Nerven gehen? Ist ja immer wie eine Wiederaufnahme im Theater, nur halt mit Zeit dazwischen. Weil ja klar, außerdem, wenn Sie eine lange Serie hätten im Theater, wären das 12-mal so viele Aufführungen, klar. Eigentlich ja. Na eh klar. Was ich dich fragen wollte, was hast denn du über die anderen Salzburger Foltermethoden, abgesehen vom Jedermann, herausgefunden? Naja, interessant war und für mich überraschend, dass in Salzburg die Todesstrafe angewandt wurde bis 1817, obwohl die in Österreich zum Beispiel längst verboten war. Oder dass öffentlich gefoltert wurde, obwohl die Folter in Österreich 1772 abgeschafft worden ist. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass Salzburg zu dieser Zeit ein eigenständiges Fürsterzbistum war und mit Österreich eigentlich nichts zu tun hatte. Mhm. Es gab ein eigenes Rechtssystem, ein eigenes Bildungssystem, ein eigenes Verwaltungssystem. Es gab die Grenze bei Straßwalchen. Also wenn man von Salzburg nach Österreich reiste, brauchte man einen Pass, um überhaupt ausreisen zu können, außer du warst Bettler oder Bettlerin oder du warst eine junge Mutter, die ein uneheliches Kind bekommen hat, dann wurdest du öffentlich ausgepeitscht, gebrandmarkt, da hast du dann ein S auf den Oberarm gebrandmarkt bekommen und wurdest ausgewiesen. Da brauchtest du natürlich keinen Pass. Verstehe. Aber was die Hinrichtungen betrifft, also zwischen, glaube ich,
1657 und 1817 hat Franz Josef Wollmuth, das war der Henker von Salzburg, 226 Menschen öffentlich hingerichtet. Also die wurden entweder geköpft oder gehängt. Wobei es auch zu solchen Vorfällen kam, dass man zum Beispiel einem französischen Soldaten zuerst die Hand abgehackt hat. Dann hat man die Hand professionell verbunden, dass er nicht verblutet. Und dann hat man ihn aufgehängt. Die Köpfe hat man zum Teil dann abgeschnitten und auf Spieße gesteckt und man hat die Leichen dann auch noch gerädert. Also das heißt, man hat aufs Rad geflochten, die Körper, und so lange ausgestellt und gewartet. Es hat ungefähr 2 Monate gedauert, bis die Vögel das Fleisch heruntergefressen haben. Und das alles natürlich unter den Augen des Fürsterzbischofs. Also das erzkatholische Salzburg hat die Folter- und Hinrichtungsmethoden, wie man sie heute eigentlich vom Islamischen Staat kennt. Und auf das sollte man hinweisen. Also wenn wir uns heute zu Recht fürchterlich aufregen über die Hinrichtungsmethoden des Islamischen Staats in Syrien oder im Irak, sollte man nicht vergessen, dass vor etwas mehr als 200 Jahren im katholischen Fürsterzbistum Salzburg dieselben Folter- und Hinrichtungsmethoden angewandt wurden. Apropos Folter, Hitzefolter gibt es ja auch dort. Nicht? Wie ist es bei den 40 Grad? Der Gerd Voss hat mir immer erzählt, man muss sich in eine Art Trance versetzen, dann wird es schon wieder schön, oder kann man das nicht bestätigen? Nein, ich glaube, es spielt sich dann in eine Art Trance. Das macht aber sowieso die Rolle mit einem, jetzt in meinem Fall. Aber es ist eine Hitzeschlacht. Es ist wunderschön eigentlich. Also ich mag es. Ich habe das große Glück, dass mir Hitze echt nichts macht. Also ich glaube, die größte gemessene Gradzahl, früher hat man das gemacht, dass man über Boden, knapp 2 Zentimeter über Boden gemessen hat, über dem Holzboden. Und das waren dann, ich glaube, an die 60 Grad oder sowas, die da drauf sind, um die Füße herum. Es ist schwer. Es ist wirklich nicht einfach manchmal. Aber letztendlich ist der, mein Gott, wann hat man das schon? Das ist doch auch schön. Bist du eher hitzeresistent? Aber du bist nicht so viel auf der Bühne andererseits. Ja, Gott sei Dank. Nein, aber ich freue mich da auch drauf. Was das körperlich mit einem macht, ich glaube, das wird dann auch so eine Art Rauschzustand. Mhm. Und Rausch ist ja nicht immer etwas Schlechtes. Nicht immer. Also schauen, wie sich das... das hängt immer von der Situation ab. Also nicht hemmungslos ausweichen. Aber ja. Ich bin gespannt, was das auch mit dem Schauspiel macht. Du, also Heinz, du würdest ihnen sofort Hitze freigeben, stimmt's? Ja, sicher, aber jederzeit. Du, nass würde ich sicher nicht, weil der spielt ja so viel Geld ein. Du, aber weißt du, was interessant ist? Es gab 1950 einen Gegenentwurf zum Jedermann von Brecht, den Salzburger Totentanz. Das war sozusagen ein materialistischer Gegenentwurf. Der Gott war beteiligt, und Brecht hatte ja schon 10 Seiten geschrieben. Ja. Und es war sozusagen der Beweis, dass man mit dem Tod Geschäfte machen kann. Also dass diese katholische Sicht, dass vor dem Tod alle gleich sind, dass das nicht stimmt. Klasse. Es sollte aufgeführt werden im Hof des Stifts St. Peter in der Mitte. Die Zuschauer sollten auf Drehsesseln sitzen. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler wären in der Mitte der Bühne gestanden und hätten dort agiert, und die Leute hätten immer sozusagen sich mitdrehen müssen. Und das war eigentlich schon sehr weit gediehen, aber es war natürlich chancenlos, einen Gegenentwurf zum Jedermann auf die Bühne zu bringen. Es war chancenlos, und die Verantwortlichen damals, man darf auch nicht vergessen, damals waren der Karajan, der Böhm, der Furtwängler, die hatten schon das Sagen, und die konnten mit dem, was Brecht geschrieben hat, natürlich überhaupt nichts anfangen. Und es war ja dann schon wieder diese absolut reaktionäre Zeit. Ich darf daran erinnern, dass damals Josef Klaus, Landeshauptmann von Salzburg, war, der 1954 zum Gottfried von Einem gesagt hat, ich verwahre mich gegen die Verjudung der Festspiele. Okay. Und weißt du warum? Weil der Gottfried von Einem das Juilliard-Quartett eingeladen hat und Josef Klaus gesagt hat, ich weiß, warum Sie diese Herren einladen, weil sie Juden sind, 1954. Genau. Und Gottfried von Einem hat gesagt, entschuldigen Sie, ich lade dieses Quartett ein, weil das die besten Musiker sind. Und er hat gesagt, nein, die Verjudung der Festspiele, die gibt es bei mir nicht.
Alle auch. Und dann ist er ja, also er wurde ja vorher, der Gottfried von Einem wurde ja vorher aus dem Direktorium der Festspiele entfernt. Ja, ja. Und ist dann nach dem Tod von Furtwängler sozusagen zur Wiedergutmachung als Präsident von irgendeinem Kuratorium eingesetzt. Na, mein Lieber, da wundert man sich auch nicht, dass die Folter dort mitten in der Hochaufklärung noch die Folter geherrscht hat. Ja. Das scheint irgendwie sich hartnäckig weitergepflanzt zu haben. Überall. Gell? Überall auf der Welt. Ja, ja. Das ist, jeder macht das. Das wollte ich ja fragen. Jetzt habe ich da Zahlen aus deinem Buch, das wollte ich euch alle fragen. Zwischen 1757 und 1817 wurden 226 Menschen in Salzburg per Gerichtsbeschluss hingerichtet. In den USA waren es in den letzten 40 Jahren 1120 Menschen. Jetzt frage ich mich, wo ist der Unterschied? Ja, das ist kaum. Ist kaum vorhanden. Ich meine, Todesstrafe an sich ist meines Erachtens schwer diskutierbar. Das gehört eigentlich, geht das nicht. Jemandem anderen, denn in dem Moment, wo man das tut, selbst für einen Mord, begibt man sich eigentlich auf die gleiche Stufe. Wie kann ich generell einem anderen Menschen das Leben nehmen? Egal ob per Gesetz oder nicht. Es müsste viele, viele andere Wege geben. Und das, was in Amerika passiert, ist sowieso unerträglich. Ja, aber hier, in dieser Hinsicht, meines Erachtens. Aber hier wie dort ist es ein soziales Disziplinierungsmittel natürlich. Also die Leute, die in Salzburg hingerichtet wurden, gehörten durchwegs den unteren sozialen Schichten an. Also das waren Bäckerjungen, das waren Lederer, das waren Leute, die irgendein Handwerk ausgeübt haben. Also vielleicht gab es auch Angehörige des Adels, die hingerichtet wurden, das weiß ich nicht. Mhm. Aber im Wesentlichen waren das Angehörige der unteren sozialen Schichten. Und das ist ja in den USA dasselbe. Na, also die meisten sind Schwarze und die meisten kommen aus den untersten sozialen Schichten. Also das ist ein soziales Disziplinierungsmittel natürlich. Die Todesstrafe. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Stephen Greenblatt. Mhm. Will in the World, über Shakespeare und wie Shakespeare zu Shakespeare wurde, seine Welt. Und da, wenn auch unendlich viele Hinrichtungen, sowas Aufspießen der Köpfe auf der London Bridge, das war volle Absicht natürlich, damit auch jeder, der neu in die Stadt kommt, egal ob Engländer oder jemand vom Kontinent, sofort mal weiß, was Sache ist. Und es gab einen eigenen, das war eine soziale Ruhigstellung. Man hat ein Fest mit diesen Hinrichtungen gemacht, hat aber gleichzeitig die Leute nach einem ganz gewissen Kanon hingerichtet. Also was kam zuerst? Zuerst vierteilen, dann aufhängen, vorher köpfen oder danach die Gliedmaßen weg? Und danach konnte das Volk, das eigentlich zu einer Art Fest geladen war, hatte aber trotzdem, während sie sich die Würsteln eingekaut haben bei der Hinrichtung, hatten sie genau die Abschreckung, was sie nicht zu tun haben, damit ihnen das nicht passiert. Und das ist ein ganz eigener Kanon, und so hat auch Shakespeare seine Tode in den Stücken auch herausgefunden. Und in der Entführung aus dem Serail gibt es ja diese Rache-Arie des Osmin. Richtig, und man hat immer, also erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann getaucht, dann geschunden und so weiter und zuletzt und so weiter und so fort. Und man hat immer das interpretiert als die Rachefantasien eines Musulmanen, ja, also dieses typischen Musulmanen, der sozusagen sich in diesen Todesrausch ergehen möchte. Und in Wirklichkeit ist da nichts anderes geschildert als die Hinrichtungsmethoden, die es damals in Salzburg gegeben hat. Ja. No. Dazu muss man wissen, dass das Wort Hetz kommt zum Beispiel von grausamen Tierhatzen. Ja, da wurden irgendwelche Raubtiere aufeinander gehetzt. Die Leute haben gejubelt, wie der Bär den Löwen zerfleischt hat. Es ist ein eigenes Pflaster. Ja. Aber gut, in Salzburg. Sag einmal, das klingt aber obsessiv. Das Thema scheint dich irgendwie zu attrahieren, wenn ich das nobel ausdrücken darf. Oder täusche ich mich? Nein, mich interessiert der Alltag. Also in dem Fall habe ich mich Du weißt, ich habe mich lange mit Mozart beschäftigt und mich hat der Alltag in Salzburg interessiert. Also mir interessiert zum Beispiel, woher hat die Dienstmagd der Familie Mozart das Holz holen müssen, um das in den dritten Stock der Getreidegasse zu bringen. Also mir hat nicht interessiert, irgendwelche, diese Mozart-Kugelgeschichten, die stängen mal bis daher, sondern mir hat das Fleisch interessiert. Mir hat interessiert, woher hat die Familie Mozart das Fleisch bezogen, wie viel hat das gekostet, wie hat das funktioniert mit der Beschaffung des Wassers zum Beispiel, wie ist
das Wasser vom alten Markt in welchen Kübeln darauf geschleppt worden? Wer musste das machen? Also der Mozart hat es sicher nicht gemacht und der Leopold Mozart auch nicht und die Mama Mozart auch nicht. Das waren die Dienstboten. Und also wie viel haben die Dienstboten bezahlt bekommen? Und glaube, das können wir hier nicht mehr verdienen. Nein. Ich würde gerne den nächsten Gast holen, aber bitte tut's weiter, ja? Bitte das mit der Bezahlung, das sagst du mir nachher, gell? Sag ich dann nachher, was die Frau verdient. Meine Damen und Herren, Lukas Hartmann war Lehrer in einer Gesamtschule Mitte der 70er Jahre. Da hat ein Verlag erstmals sein Manuskript akzeptiert. Und heute publiziert er bei Diogenes und ist einer der meistgelesenen Schweizer Schriftsteller. Seine Romane richten sich an Erwachsene und Jugendliche. Finsteres Glück soll 2016 in die Kinos kommen und auf beiden Seiten heißt sein neues Werk. Darin führt er in die Jahre des deutschen Umbruchs zwischen 1989 und 90. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Lukas Hartmann. Herr Hartmann, Sie sehen sehr gütig aus. Sind Sie das? Manchmal. Ich versuche, meine Zornanfälle jeweils zu besänftigen. Sie haben Psychologie studiert, das Studium abgebrochen. Warum? Es hat mich nicht mehr befriedigt, Menschen eher doch von der theoretischen Seite her zu erfassen. Ich wollte hinein ins volle Leben. Wie fühlt sich Liebe an? Schön. Aber das ist eine Frage, die ja ganze Romane füllt. Es ist von paradiesisch bis anstrengend, von Zerrissenheit bis Höhenflug, alles möglich. Was bringt Sie zum Lachen? Sie jetzt zum Beispiel mit Ihren Fragen, teilweise jedenfalls. Kleine Kinder, die zu sprechen lernen beispielsweise. Vielleicht auch wirklich gute, anspruchsvolle Bonmots, Pointen, Witze. Was ist Ihre größte Schwäche? Immer noch Ungeduld. Ich bekämpfe sie, aber sie wird mir bleiben. Und was ist Ihre größte Stärke? Beharrlichkeit, glaube ich. Dass ich an etwas, an einem Thema, auch letztlich in einer Beziehung, ob schon sie sich stark wandelt, dranbleibe, nicht so leicht aufgebe. Glauben Sie an das Gute im Menschen? Ich muss. Sonst würde ich ja verzweifeln. Zu welchem Song tanzen Sie alleine durch die Wohnung? Nicht zu Songs, aber es gibt eine Gruppe, die frühbarocke Musik spielt, Arpeggiata, mit Christina Pluhar. Deren Musik reißt mich tatsächlich manchmal auf die Beine. Tanzen müssen Sie jetzt nicht. Vielen Dank für das Verhör. Ich danke Ihnen. Danke. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie sind Schweizer. Nehmen Sie deshalb oder trotzdem Rivella? Oder darf ich Ihnen Rotwein anbieten? Rioja zweigelt. Rioja gerne. Bitte schön. Rivella mag ich leider nicht. Da sieht man eben endlich jemand. Da muss ein Schweizer kommen, um zu erklären, was das für ein Gesüff ist. Aber wieso bieten Sie es denn an? Ja, das stimmt. Das ist wegen der Alliteration. Rotwein und Rivella. Ah, ich habe immer Regenwasser und so etwas. Was es da noch gibt. Gut, lieber Herr Hartmann, fragen wir mal so, haben Sie denn Jedermann einmal gesehen? Und gefällt er Ihnen? Ich habe ihn in Bern sogar mehrmals gesehen. Er wurde dort auf dem Münsterplatz inszeniert. Ja, als Jugendlicher, also so mit 15, 16, war ich gebannt von diesem Stück. Später dann ein bisschen weniger. Das ist vielleicht so eine übliche Entwicklung. Aber ich finde es immer noch ein beeindruckendes Stück. Da haben Sie die große Originalbesetzung. Ja, das habe ich schon vorher festgestellt. Aber sagen Sie, kommen wir mal zu dem Roman auf beiden Seiten. Es gibt ja eigentlich schon eine recht gut entwickelte Literatur zum Ende der DDR und zu der Aufarbeitung der dortigen Kalamitäten. Was bewegt einen Schweizer in diese Richtung, wenn ich das fragen darf? Zum Teil meine eigene Biografie, weil ich mich damals stark
auseinandersetzte im Kalten Krieg mit den möglichen Positionen, die man da einnehmen konnte oder sollte, mit der Haltung der Schweiz, aber auch rein historisch gesehen, diese Wende 89-90 war höchst bedeutsam, hatte auch ihre Verwerfungen in der Schweiz. Ich habe das nie vergessen und so entstand der Plan, diese Epoche mal in den Mittelpunkt zu stellen. Wir lernen da in Ihrem Buch von einer wirklich existierenden Schweizer Widerstandsorganisation P26, einer theoretischen Widerstandsaktion, die offenbar vom Schweizer Geheimdienst formiert worden ist für den Fall, dass die Schweiz besetzt worden wäre, sollte die Schweizer Nationalidentität gestärkt werden und der Widerstandsgeist. Das ist doch ein bisschen surreal, oder irre ich mich da? Doch, aus heutiger Sicht gewiss. Und wenn man so Leuten heute, die zwischen 20 und 30 sind, davon erzählt, können sie es fast nicht glauben. Aber mich hat das damals geprägt, nicht weil ich von dieser Widerstandsorganisation wusste, sondern die erbitterte Entschlossenheit der Patrioten, dieses Land bis zum Letzten zu verteidigen. Wobei mir schon damals nicht ganz klar war, was wollten sie denn eigentlich verteidigen? Ja, und gegen wen? Ja, also die Sowjetunion war dann der ganz große Feind und ihre Speerspitze war die DDR. Mit der uns in der Schweiz allerdings eine seltsame Beziehung verband zwischen Abneigung, Hass, aber auch ein klein bisschen Bewunderung, dass die das auch so durchgehalten haben, solange dieses richtig kommunistisch sein wollen, was ja immer mehr einsah, dass das gar nicht möglich war. All diese Gegensätze haben mich damals sehr interessiert. Gibt es in der Schweiz diesen heimlichen Traum, ein bisschen kommunistisch zu sein? Weil die Schweiz ist ja nicht im engeren Sinn kommunistisch, würde ich vermuten. Ich glaube, dass man das wirklich nicht sagen kann. Nein, es ist der Traum der Eigenart, also der Autonomie, eigenständig zu sein, bis zum Letzten sich einzubilden, dass man eigentlich existieren könnte ohne größere Umwelt. Ich glaube, das ist ein tief eingewurzelter Alphirtentraum, der irgendwo noch in vielen Köpfen existiert und den ich schon als Jugendlicher abgelehnt habe. Also nachdem ich zum ersten Mal in Paris gewesen war, konnte ich gar nicht mehr daran glauben. Habt ihr diesen Traum von der Schweiz auch gekannt? Mein Vater mit seinen bisschen jüdischen Vorfahren hat sein Leben lang davon geträumt, in der Schweiz zu sein. Dort wäre eine Art Paradies, dort könne nichts einem passieren. Wie war das bei euch? Ich habe Verwandte in der Schweiz sogar. Ja? Also, und ist es schön? Ja, aber ich bin da eigentlich selten. Aber die Gertrud Fussenegger kommt auch ursprünglich aus Vorarlberg, wo mein Vater auch herkommt. Und da gibt es dann eben Verwandte, die in die Schweiz geheiratet haben. Das ist eher so ein persönlicher Bezug, aber jetzt speziell zu dem Land an sich. Na gut, das ist eine Generationenfrage, dass du keine Sorge mehr hast, dass da... Ja, wahrscheinlich. Wie war das bei Ihnen? So habe ich es kennengelernt. Also, auch Verwandte in der Schweiz. Meine Tante Christiane hat lange da gelebt. Mein Cousin Sascha, ihr Sohn, ist letztendlich geborener Schweizer und spricht auch mit Schweizer Akzent, wenn er Deutsch spricht. Aber das ist eine... Für mich, ich habe es genauso noch kennengelernt. Da ist das Geld, da ist quasi der Schutz. Die Schweiz wird nicht attackiert, weil da haben alle, von Diktatoren über Demokraten, haben dort ihre Knete liegen. Wie man sieht, sind die Keimahnen inzwischen. Ja, und ich weiß es nicht. Also ich habe es dann immer sehr gerne auch über die Schokolade genossen. Und irgendwann war es für mich so auch eine Zeit lang viel mehr in meiner jugendlicheren Vorstellung mit Skifahren und Winter und Schnee. Hat aber damit zu tun, dass ich auch ganz früh gesehen habe Pink Panther. Und wenn da, ist das in der Schweiz? Wenn da, das ist doch, da ist doch St. Moritz, glaube ich, kommt vor am Anfang, wo David Niven die Verfolgungsfahrt mit den Skiern macht. Und genau, und da war es immer, für mich war das immer ein Schweizer Chalet, war immer so die... Dabei muss man wissen, das war doch in einer Zeit, wo bei uns auch noch Schnee gefallen ist. Also insofern, Sie können sich auch noch erinnern. Ja, dunkel ist es. Genau, aber Schnee, das war so was. Was ist das? Kalt war es ein bisschen. Kalt war es, genau. Das sind natürlich auch die Klischees über die Schweiz, die
in gewisser Weise, wie viele Klischees auch stimmen, aber untergründig gab es auch eine ganz andere Schweiz. Das war zum Beispiel die Schweiz von Adolf Wölfli, dem Irrenhäusler, der ein unfassbar vielfältiges Lebenswerk an Bildern und Texten geschaffen hat, eingesperrt. Es war die Schweiz, die auch gezeichnet war bis tief in die 50er Jahre von Armut. Es war die Schweiz, in der es sehr viele Verdingkinder gab, deren Fälle sind erst in letzter Zeit jetzt zum Thema geworden, eine Art Wiedergutmachung mit Versuch. Es gab auch noch eine ganz andere Schweiz hinter diesen so vergoldeten Fassade von St. Moritz und anderen Kurorten. Ja. Jetzt haben vor kurzem Westschweizer Gewerkschafter und Grüne verlangt, die Schweiz soll 50.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen. Wie ist das? Die Schweiz ist wohlhabend, die Schweiz ist zwar klein, aber Platz hat sie doch prinzipiell. Wie ist es dort? Ich meine, wir kriegen mit Recht unsere Watschen, die Deutschen kriegen viele Watschen. Wie ist es mit der Schweiz eigentlich? Schwierig. Wohlhabenheit verhärtet bekanntlich die Herzen. Es gibt wohl ein Gesetz der mangelnden Empathie, wenn man sein eigenes Wohlleben nicht aufs Spiel setzen will. Das spielt nicht nur in der Schweiz, ich glaube, das spielt in allen reicheren europäischen Staaten. Es gibt allerdings eine starke Bürgerbewegung, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Wir haben kürzlich eine Initiative abgelehnt. Es gibt ja Volksabstimmungen dazu, die das Asylgesetz noch einmal verschärfen wollte. Das war fast schon ein bisschen sensationell, weil nämlich die Rechtsnationalpartei einen Sieg nach dem anderen eingeheimst hat in den letzten Jahren. Aber es ist eine Bewegung der Jungen, vor allem über die sozialen Medien, die wie ein Flächenbrand sich ausgebreitet hat und so allgemeinen Erstaunen auch der Demoskopen wurde dann diese Initiative sogar mit 60% abgelehnt. Mich hat das gefreut. Ich habe gesehen, es gibt eben auch noch eine andere Schweiz als die sich verhärtende. Ab 50.000 aufzunehmen ist in einem föderalistischen Staat, wo auch die Gemeinden eine starke Autonomie haben, sehr, sehr schwierig, weil dort, wo Asylzentren eingerichtet werden sollen, vom Bund her oder vom Kanton her deklariert, gibt es öfters ganz gewaltigen Widerstand, der auch initiiert werden kann. Und dann ist es nicht möglich, ohne Einwilligung der Gemeinden dort so etwas einzurichten. Also muss man anderswo schauen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe einfach, dass eine möglichst große Anzahl aufgenommen werden kann. Es gibt Bemühungen dazu. Vorläufig ist man aber noch bei null oder bei wie viel? Nein. Das sind doch viele Tausende unterdessen, die aufgenommen worden sind. Auch die Verfahren werden beschleunigt, damit diejenigen, die bleiben können, in Integrationsprogramme hineinkommen. Also tatenlos ist die Schweiz in keiner Weise. Ich weiß jetzt von meiner Frau, sie ist Asylministerin, Justiz- und Asylministerin. Und hat die ganze Bürde, diese widersprüchlichen Forderungen in ihren Schlaf hineinzutragen, den sie dann trotzdem sucht. Mhm. Aber es ist eine unglaubliche Aufgabe, hier etwas Konstruktives zu bewirken und Leute zu überzeugen. Aber weißt du, was absurd ist, weil du die Zahl 50.000 genannt hast im Zusammenhang mit der Schweiz. Im Frühjahr 1946 gab es in Oberösterreich 153.000 Flüchtlinge in einem Bundesland. Ja. 153.000. Und es ist alles gut gegangen. Die Leute sind integriert worden. Ich weiß das deshalb, weil meine Eltern zwei von diesen waren. Die sind aus Kroatien geflüchtet nach Österreich, waren 12 Jahre staatenlos, aber haben dann... Sie wurden nicht enthusiastisch aufgenommen, aber man hat sie akzeptiert. Und sie haben dann sozusagen ihre Jobs gefunden und so weiter. Aber
du musst dir das einmal vorstellen, diese Zahlen, allein in einem Bundesland 153. Mhm. Wir streiten heute um 37.500 für das Ganze, für ganz Österreich. Ja. Mhm. Ja. Pardon. Ja. Ich merke ja persönlich, was für eine Bereicherung dieser Zuzug zum Beispiel von Leuten aus Syrien sein kann für ein Land. Ich führe ein Projekt durch mit ungefähr 30 Flüchtlingskindern im Moment. Ich erfinde mit ihnen Geschichten, die wir aufschreiben, die sie dann auch illustrieren. Da ist eine so unglaubliche Kreativität vorhanden. Syrische Mädchen, 10-, 11-jährig, die seit 3-4 Monaten da sind in Flüchtlingszentren, die haben in dieser Zeit fast selbstständig Deutsch gelernt, weil sie das wollen, weil sie noch mit dem Wörterbuch ins Bett gehen und immer noch ihre 20, 30 Wörter pro Tag, wie ein Mädchen mir gesagt, lernen wollen und nicht aufgeben. Das ist eine so große Kraft. Und ein Land wie die Schweiz müsste das doch einfach schätzen und auch merken können. Aber auf der anderen Seite ist die Angst so groß, dass eben, was ich Verhärtung nenne oder mangelnde Empathie, immer wieder den Sieg davon trägt. Das ist wirklich schade. Ich möchte nur noch nachholen. Die Flüchtlingsströme Ende des Zweiten Weltkriegs waren natürlich noch viel größer als das, was wir heute als Menetekel an die Wand gemalt sehen von rechtsnationalen Parteien. Das waren Millionen, die dann kamen. Zum Teil redeten sie natürlich die gleiche Sprache, kamen aber aus ganz anderen kulturellen Gewohnheiten. Das war ja überhaupt nicht leicht und sie haben es geschafft. Gerade weil sie so wenig hatten, denke ich manchmal. Ich war auch einige Male in Afrika und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade in den ärmsten Staaten die Gastfreundschaft am höchsten ist. Das kann man vielleicht auch fast wie ein Klischee auffassen, aber ich habe es so erlebt. Und das hat mich jedes Mal tief berührt, dass das möglich ist. Darf ich von euch noch ein Schlusswort erbitten zu dem? Ein Schlusswort? Ich wollte nur, ja, bitte. Ist eigentlich eine schöne, wenn wir schon bei Salzburg sind, der Landeshauptmann Haselauer hat bei der letzten Eröffnung, seine letzte Eröffnung der Salzburger Festspiele voriges Jahr, eigentlich einen wunderschönen Satz gesagt. Mein schön ist er nicht, aber er stimmt. Offensichtlich war Österreich 1956 arm genug, um helfen zu können. Du hast das erste Wort gehabt. Darf ich dir das letzte abringen? Ja, also ich meine, man hört da immer so Zahlen und dadurch entsteht irgendwie auch eine Distanz dazu. Ich jetzt persönlich, also ich lebe mit einem Syrer gerade zusammen und ich will das jetzt auch gar nicht so per se erwähnen, weil für mich ist er halt einfach ein Mitbewohner und genauso wie wenn ich jetzt mit einer Deutschen oder einem Deutschen oder Schweizer oder einer Schweizerin zusammen wohne. Ist er länger schon da? Er ist seit einem Jahr da, ja, und wohnt jetzt seit ein paar Monaten bei uns. Und da habe ich eben genau das, was Sie erwähnt haben, erlebt, wie bereichernd das ist und wie groß auch diese, also er ist ein unheimlich freigebiger Mensch. Er kocht immer für uns, da ist ganz viel Lust da, das irgendwie auch seine Kultur mit uns zu teilen. Und ich habe das als sehr bereichernd erlebt. Und ich glaube, wenn jeder irgendwie für sich einen Weg findet, diesen Menschen mit offenen Herzen zu begegnen und irgendwie auch diese Begegnung zu suchen, dann, glaube ich, können wir das irgendwie gut meistern. Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich. Dankeschön. Jetzt noch die Neuigkeiten aus der Welt der Literatur. Der Weg der Ehrlichkeit. Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa meldet sich mit einem neuen Roman zurück und entführt die Leser in seine peruanische Heimat der 1990er Jahre. In Peru haben damals Terrorismus, eine verkommene Moral und Gewalt das gesellschaftliche Leben beherrscht, sagt Vargas Llosa. Im Buch Fünf Ecken beschreibt er diese Epoche als einen schmutzigen Krieg, in dem Regimegegner getötet oder durch Diffamierung in den Medien zum Schweigen gebracht worden seien. Die Instrumentalisierung der Presse sieht er dabei als eine Gemeinsamkeit, die alle autoritären Regime verbinde. Manchmal fühlt man sich im Journalismus dazu gedrängt, nicht die volle Wahrheit zu vermelden. Man müsse jedoch stets einen Weg finden, der Ehrlichkeit den Weg zu ebnen. Wir müssen die Wahrheit verteidigen und sie stets der Lüge vorziehen, sagt der Schriftsteller.
Diesmal kein Cover, sondern ein Buch. Supermodel, Unternehmerin, Aktivistin, Provokateurin. Naomi Campbell ist bereits als Teenager zum Star aufgestiegen. Als erstes schwarzes Model war sie auf dem Cover der französischen Vogue zu sehen. Sie zierte hunderte von Titelseiten, war das Gesicht zahlloser Fotostrecken und Werbekampagnen und avancierte in den 1980ern zum Lieblingsmodel einiger der besten Fotografinnen und Fotografen der Welt. Jetzt hat sie ein Buch herausgebracht. Aufwendig ist es und mehr als nur ein simples Druckwerk. Zum stolzen Preis von 1.500 Euro gibt es das Werk, das im Taschenverlag erschienen ist, jetzt zu erstehen. Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. 1936 wurde der spanische Weltliterat Federico García Lorca von der faschistischen Militärdiktatur wegen seiner linken Gesinnung verhaftet und hingerichtet. Man kennt ihn vor allem als Dramatiker. Ich aber empfehle Ihnen seine großartigen Gedichte, die in der Übersetzung von Enrique Beck im Wallstein Verlag erschienen sind. Zu Lorca auch meine Quizfrage. Wie heißt der 1975 verstorbene spanische Diktator, unter dessen Verantwortung Lorca ermordet wurde? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker und Frau Fussenegger gefertigt hat. Das war's. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser. Danke schön. Danke ebenso. James Franco werden die Menschen. Ja. Das ist so schwer, was soll ich zu machen? Soll ich vorher das ist ja nur pro forma. Das ist ja eine symbolische Frage. Damit sich die Leute zerfetzen.